So, und wir sind wieder da mit Let's Play Kingdoms of Amalur: Reckoning. Jetzt kommen wir hier gleich mal an die Stelle, wo wir in das Dorf kommen. Bin immer noch bei derselben Aufnahmesession übrigens. Ich habe mir nur angewöhnt, jetzt hier immer an und ab zu moderieren. Ich hoffe, das bringt was. Ich fand es immer ein bisschen doof, wenn ich einfach die anderen Let's Plays mittendrin abbreche. Der sieht aus wie so einer von diesen Piraten. Die Rüstung ist cool. Ich will die Rüstung haben. Gib mir die Rüstung. Der sieht aus wie ein Schotte. Ja. Was ist ein Schicksalsweber? Er hat grüne Zähne. Na gut, Hughes hat mich zu euch geschickt. Oh. Was wisst ihr denn über Hughes? Ja. Könnt ihr mir helfen? Nehmen wir an, wieder Tränke? Ja. Keine Sorge, ich war auch tot. Ja, das ergibt jetzt einen Sinn. Was? Wer kommt? Was? Was gewusst? Au, au. Ich bin so schlecht. Er ist auch ein Langschwertkämpfer, das finde ich persönlich ganz toll. Führe Spezialangriffe aus und besiege Gegner, um Fäden der Schicksalsenergie zu sammeln. Drücke E, um fortzufahren. Okay. Ja, der ist jetzt dann halt tot. Wie die Waffen rumfetzt, ist voll toll. Ah, noch mehr Assassinen-Dinger, Typen. Wenn deine Schicksalsleiste voll ist, pulsiert das Schicksalssymbol. Dann kannst du deine Schicksalsenergie nutzen, um den Abrechnungsmodus zu aktivieren. Oh, cool, hier wackelt der Untergrund. Drücke E, um fortzufahren. Im Abrechnungsmodus sind deine Geschwindigkeit und Angriffskraft deutlich erhöht. Er bleibt aktiviert, bis deine Schicksalsleiste leer ist oder du einen Gegner per Schicksalsbrecher erledigst. Okay, halte X gedrückt. Halte X gedrückt. Halte weiter in X gedrückt. Halte weiter in X gedrückt. Halte. Okay, weiter. Oh, geiles Schwert. Drücke E, um fortzufahren. Wie mache ich das denn jetzt? Zack, 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 zack. Hä? Könnte ich hier irgendwie. Bewege ich nah an einen Gegner und drücke E, wenn sich sein Schicksal auflöst. So, Quicktime-Event, Maus 2, das ist die rechte Maustaste. Komm. Aah! Sehr episch. Werde ich aber bevorzugt nicht mehr machen, weil ich finde, das Schicksal auflösen ist ein bisschen fies. Ich meine, die Armen. Ich bin Let's Player. Und ja, ich war schon immer was Besonderes. Ich hab's einfach gemacht. Weil wir keinen Gott gewählt haben. Okay, jo. Seht ihr den Tod immer voraus? Das finde ich jetzt nicht wirklich.
Darum schickt euch Hughes. Ich glaube nicht an Schicksal. Okay. Okay. Oder zumindest sollte ich es sehen. Ihr seid doch real, oder? Ich schwöre, so betrunken bin ich nicht. Ich bin real, ihr seid doch betrunken. Ihr seht mein Schicksal nicht. Oh, freigeschaltete Schicksale 4. Wir haben den Schicksalslosen. Als kürzlich Wiederbelebter ist dein Schicksal noch ungeschrieben und du selbst hast die Macht, es nach deinen Vorstellungen zu schmieden. Haben wir gerade ausgerüstet. Dann haben wir hier den Zenker. Dieses Schicksal macht dich zu einem respekteinflößenden Nahkämpfer. Du kannst eine Menge einstecken und für gewöhnlich ist es für dich effizienter, Angriffe zu blocken oder hinzunehmen, als ihn auszuweichen. Okay, 15% Nahkampfschaden und 20% Blockeffizienz. Der Schurke, lese ich jetzt gerade mal nicht her, 10% Fernkampfschaden, 30% Schadensresistenz beim Ausweichen und 5% Durchbohrungsschaden. Und der Akolyt, 25% Elementarschaden und 10, minus 10% auf Mana-Kosten. Da nehmen wir gerade mal den Zenker. Und hier, was ich meine, es gibt hier diese reinen Kämpferschicksale, die dann irgendwann über Kämpfer, Soldat, Krieger, Eroberer zum Kriegsherr gehen. Es gibt Raffinesse vom Speer bis zur Nachtklinge. Auf diesem Niveau werden die tödlichen Künste einer Nachtklinge auch von Laien oft mit Zauberwerk gleichgesetzt. Belen wacht über dich, während du deine Gegner mit Leichtigkeit meuchelst. Deine nahezu übermenschliche Schnelligkeit, Tödlichkeit und Unverwundbarkeit verleihen deinem Handwerk dem geheimnisvollen Hauch einer schwarzen Kunst. Boah, das macht natürlich echt viel Schaden. Ermordung garantiert kritischer Treffer mit 300% Wahrscheinlichkeit nach ausgelöster Ausflucht. Okay. Zauberkraft von Initiat bis zum Erzmagier. Aha. 109 Zauberkraft, heidenei. Raffinesse und Zauberkraft vom Zauberlehrling zum Schattenweh. Was ist der Schattenweh? Okay, also das sind dann so, das ist ein bisschen Assi-mäßige Zaubern, wahrscheinlich so, Hexer, Arkanist, sowas. Ja, gut. Dann haben wir Macht und Raffinesse. Ist der Bogenschütze, oder? Klingenmeister. Du bist eins mit deiner Waffe geworden und tötest nahezu jeden Gegner in Sekundenschnelle. Und jene, die den ersten Augenblick doch überleben, tun dies nur, um dich in deinem unerbittlichen Ansturm weiter voranzutreiben. Auf welche Art auch immer gegen hat... Was? Gegen dich hat immer das letzte Schindlein geschlagen. Okay. Der Duellant, okay. Wächter. Okay. Das ist dann also der Krieger, Bogenschütze, Macht und Raffinesse. Achso, das hatten wir gerade. Und, warte mal, dann gibt's hier noch, den habe ich übersehen. Nein. Macht und Zauberkraft. Das ist das Spellsword von Hüter bis zum Champion mit Magie und Schwert. Oder alle drei. Mit diesem Schicksal bist du ein echter Alleskönner, der sämtliche Formen des Kampfes beherrscht. Ob nah, fern oder magischer Kampf, du hast so gut wie immer eine passende Antwort parat. Außerdem kannst du sämtliche Gegenstände für Magier, Krieger und Schurken verwenden. Der Wanderer kann ebenso häufig in den Reihen der Alpha-Armee wie allein in den Wäldern Dalentarz angetroffen werden. Dieses Schicksal macht dich zu einem anpassungsfähigen Kämpfer und Findling, Erforscher der Zivilisation. Okay, Abenteurer, Virtuose und zusätzlich zum Universalgelehrten bis zum Tausendsasser. Der Tausendsasser ist ein Experte in jeder Form des Kampfes und ein Meister sämtlicher Waffen. Du bist eine lebende Legende der Raffinesse, Macht und Zauberkraft. Nur wenige können es in einem dieser Bereiche mit dir aufnehmen und niemand in allen. So. 20 Nahkampfschaden, 20 Fernkampfschaden, 20 Magieschaden. Und was macht der Masken? Zauberkraft?
25, na, 25. Also ich glaube, ich persönlich werde zum Champion hin tendieren. Obwohl ich ganz ehrlich die Art, wie das hier aufgemacht ist, echt feiere. Nur glaube ich, dass es sich nicht so lohnt. Ihr seid nicht besonders gut darin. Ja, interessiert mich nicht. Nö. Ja. Bla bla. Oh, Moment. Stimmt mein Schicksal nicht. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt eins besitzt, aber deshalb brauchen wir auch Arden. Okay. 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 Okay, was könnte das nur bedeuten? Ich habe keine Ahnung. 15 Gold! Damit können wir uns Bitches kaufen. Bitches ohne Ende. Mir fällt gerade auf, wir haben jetzt die Ding nicht mehr. Diese Lederkappe oder was das war. Ach, wie schade. Ich mochte das Ding eigentlich. Ich habe vergessen, das aufzusammeln, ja. Ah! Okay. Zu laut. Hä? Habe ich das nicht eingesammelt? Was ist das? Du hast einen Wissensstein entdeckt. Ich finde alle Wissenssteine eines Satzes, um einen dauerhaften Bonus zu halten. Okay, cool. Hä? In allen Liedern, allen Sagen gibt es viele große Taten. Doch größer als ihr Licht. Olaine, die reine Lady des Lichts. Retterin des goldenen Astes. Heilungs. Gewissen der Sommerfeind. Herz des Frühlings. Des Tags. So ihre Pein. Okay, das ist so das Magie-Radio. Noch ein schwerendes Langschwert. Ach, wie fies. Also doch ein bisschen zufälliger. Weil ich glaube nicht, dass die uns das gleiche Schwert hier zweimal andrehen wollen. Oh, was ist denn das? Blutaugen. Ja, ernten. Ernten. Keine Reagenzien. Oh. Du siehst ja putzig aus. Der greift uns nicht an, oder? Oh, bravo. Oh, welch ein braver. Welch ein braver. Au! Okay. Er ist nett, solange man ihm nicht auf die Pelle rückt. Das sehe ich natürlich ein. Ah! Hä? Der Boden verschwundet. So, bis hierhin habe ich schon gespielt. Jetzt kommt das Dorf. Und hier habe ich ungefähr aufgehört. Also schon ein bisschen habe ich gespielt, aber ich denke von der Spielzeit her, Honeyball hat meiner Meinung nach für den kompletten Playthrough 135 Folgen gebraucht. Und ich denke, das wird bei uns dann auch so ein bisschen in die Richtung. Oh mein Gott, was ist passiert? Ich bin Arzt! Also Pfeile sind anscheinend in vier Lager geteilt, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ich weiß es ehrlich nicht. Aber diese Winterpfeile sind die Bösen und die anderen sind anscheinend nicht so schlecht. Was ist denn passiert? Wie? Das kannst du nicht mit Sicherheit sagen. Mir gefällt deine Rüstung. Was hast du denn fein? Ich weiß nicht, ob unser Können ausreicht, um so eine Wunde zu behandeln. Ich weiß offen gestanden nicht mal, ob mir das bei einem Sterblichen gelingt. Ich möchte helfen. Nun, da seid ihr der Einzige. Nach all den Problemen, mit denen wir hier zu kämpfen hatten, hatten die Leute keine Kraft mehr und ignorieren die Bereiche. Ja, gut, das sehe ich ein. Eri? Okay. Bittet um ihre Hilfe. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin ein Feigling. So einfach ist das. Vielleicht weiß eine Feier, wie man eine Feier heilt.
Was für ein Mann bezeichnet sich selbst als Feigling? Okay. Das die liegt da einfach in Todesqualen rum. Ist das euer Ernst? So, ganz kurz. Der Boden. Alter. Hier drüben haben wir eine Kiste. Sonderlieferung. Die Robe des Tals, die Kutte des Tals, der Handwickel des Tals, die Magiersachen, spezielle Waffen, spezielle Kriegersachen, noch mehr Waffen. Noch mehr Waffen. Hier sind alles Mögliche. Hier ist wirklich alles drin. Wir werden hiervon aber nichts nehmen. Weil das hier sind DLC-Contents. Also das habe ich mir dazu gekauft. Wusste dabei aber nicht, dass es... ich dachte, das sind halt neue Rezepte, die ich dann schmieden kann oder so später im Spiel. Aber das ist tatsächlich... Das wird dir einfach hier am Anfang gegeben. Und ich finde das irgendwie doof. Weil ich meine, der Sinn ist ein bisschen verfehlt, wenn man einfach hier von Anfang an das ganze geile Zeug hat. So, mal sehen, Primärwaffen. Das rostige Langschwert tun wir mal zum Plunder. Oh, unser Langschwert ist sehr viel besser als das, was wir gefunden haben. Das freut mich natürlich. Das weg und die erodierenden auch weg. Wer von den... Ja, dann machen wir den weg. Und das betäubende Zepter finde ich auch nicht so toll. Zurück. Sekundärwaffen. Dasselbe, okay. Rüstung. Diese Standardrüstung ist zwar gut, aber tut mir leid. Ehrlich nicht. Eisenstulpen 8. Eine Fassung für Rüstung. Ah, oh, die sehen genau gleich aus. Schade. Zip-Accessoires haben wir nur den Ring. Spricht man das überhaupt so aus? Ah, Lebenstränke haben wir trotzdem keine mehr. Gegenstände, was haben wir denn hier? Gemmenbeutel, was ist das? Was ist... Okay... gut, keine Ahnung. Wenn ihr das sagt. So. Dann laufen wir gerade mal während dieser Ladebildschirm andauert durch einen sehr langen Flug. Ist dir das Spiel zu leicht oder vielleicht zu schwer? Du kannst den Schwierigkeitsgrad jederzeit ändern. Das wissen wir schon, denn das Spiel war uns zu schwer. So. Wenn ich mich... Ah, da drüben. Wenn ich mich richtig erinnere, dann gibt es hier noch einen Questgeber und eine Händlerin. Die liegt übrigens immer noch schreiend da. Dieser Charakter bietet Dienstleistungen an. Das interessiert mich natürlich äußerst, wenn du Dienstleistungen anbietest, Mädchen. Sämtlichen Plunder verkaufen. Wow. Ein betäubendes Langschwert, betäubendes Großschwert, Eisenschakrame. Schakrame finde ich ehrlich nicht so toll. Ah, Rüstung. Knappes Faustschild. Ein Helm wäre toll. Ein Helm wäre toll. Nein, nein, nicht. Standhafte Rüstung. Was ist das denn? Verkaufte Gegenstände. Ach, das wollen wir natürlich nicht. Kyras der Demontage. 4000. Langschwert der Durchbohrung. Abscheulicher Langbogen. Gezahnter Stab des Gesirs. Was ist denn das? Er kann mir eh nicht leisten. Toxisches Langschwert. Dolche Fertigkeit. Prasselnde Dolche. Finde ich alles jetzt nicht so betäubend. Das betäubende Langschwert finde ich irgendwie ganz interessant. Macht aber nur 20 Schaden. Nein, da würde ich sagen, bleiben wir gerade. Die Eisenschakrame finde ich eigentlich ansprechend, aber dann nicht. Wir finden bestimmt was Besseres. Ist schließlich ein Rollenspiel. So, mein Herr, was haben Sie noch zu sagen? Erzählt mir von den Kriegsgeweihten, mein Herr. Oh. Oh. Okay.
Okay, da würden wir doch gerne beitreten. Okay. Da kratze ich mal meinen Bart. Okay, wo sind die Gebrüder Krast? Ja, das. Okay. Die Empfehlung, Enter. Was gibt es oben noch? Guten Tag. Westlich? Oh. Dietrich. Oh, warte mal, ist das jetzt stehlen? Das ist stehlen. Aber wir knacken das mal nur für unser. Ach, Mist. Na? Ja. Mal sehen. Taschendiebstahl und Diebstähle gelten als Verbrechen. Begehst du Verbrechen an bestimmten Charakteren, werden Wachen auftauchen, dich aufzuhalten. Okay. Okay. Alte Briefe und Goldmünzen. Nein. Wir stehlen nicht. Okay. Drücke E. Das will ich doch jetzt gar nicht. Ach, witzig. Oh, kann ich das jetzt zerlegen? Nice. Wir sind kein Dieb. Wir sind ein edler Krieger. Ein Ehedeller. Krieger. So. Ich sehe, die Folge läuft schon wieder. Ach du Schande. Ach, da muss ich sogar rechnen jetzt. 25 Minuten kann das sein. Ach du Scheiße. Tja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Der Boden wandelt sich zu unseren Füßen und jo, ich war wieder vor der Golden Oak. Da oben ist ein Questgeber und ich würde sagen, das war's von mir. Danke fürs Einschalten und jo, tschö, bis zum nächsten Mal.